Vielen Dank. Puh, ich habe echt rangeklotzt. Jetzt komm du nicht auch noch damit an. Ey. Bist du Hopp aus Pokémon Schwert oder was? Doch. Gute Arbeit, Carol. Für einen jungen Spund gehst du aber mächtig ran. Für einen jungen Spund, was soll das denn heißen? Carol, das war ein Kompliment. Du komm bald wieder. Ich habe sogar eine spezielle Uniform für dich anfertigen lassen. Echt klasse, danke. Ich werde sie gleich anprobieren. Und ich sehe aus wie die Frau in der Kantine. Es gibt nichts Süßeres als ein Kind mit einer Schürze. Mensafee. Okay. Stellung, Carol. なんか張り切らなくっちゃって思ってつい。うん。なんとなく立ち姿が勇ましいわよ、少年。そうか。うん、というわけで、今日の夕飯係はカロル君に決定な。今日の当番レイブンでしょ?ちょっと。お湯分けってどういうわけ?いや、もうそのまんまの意味だな。あ、そうか。 Gut, was mit dir? Oh, ich habe sogar noch ein bisschen Nerven, dann ziehen wir das hier rüber und fertig. Schlauhasenpaket, eine Brille und Hasen und eine fabelhafte Kombination aus Schick und Intelligenz. Ich habe jetzt einfach nur so aus Spaß mit dir geredet, aber gut, anscheinend hatten wir echt was. Gut. Ich hänge ja noch ein paar weitere Kellner-Dinger dran, ne? Vielen Dank. Ja, und noch Kostüm, hoffentlich. Puh, das war's erstmal. Fantastisch, du hast eine Riesenmenge Gäste bin und bist dabei stets höflich geblieben. Sie ist ja schließlich auch aus unsere geniale Magierin. Solche Angestellten kann ich wirklich brauchen. Wie wär's, wenn du Vollzeit für mich arbeiten würdest? Das ist wohl ein Scherz. Nein, danke. Wirklich nicht, aber bitte sag mir Bescheid, falls du deine Meinung ändern sollst. Jeder, das ist doch großartig. Jetzt hast du ein sicheres Standbein, wenn das mit der Blasia-Forschung nicht klappen sollte. Ich würde mich freuen, wenn du mir wieder helfen würdest. Deswegen habe ich eine Uniform für dich. Bitte zieh sie an. Jetzt gleich? Klar, wirf sie dir über und sieh mal an, wie sie da steht. Oh. Sehr hübsch mit deiner Persönlichkeit und diesen süßen Katzen und mit das ein Volltreffer. Was meinst du mit Volltreffer? Volltreffer bei einem Kunden natürlich. Du siehst zum Knuddeln aus. Ich freue mich darauf, dich so bei der Arbeit zu sehen. Oh, eine Katze, was? Miau. Was? Hast du was gesagt? Wen meinst du? Miau? Hm? Ich habe gar nichts gesagt. Oh, okay. Miese Katzenkellnerin. Okay, das Kostüm lasse ich hier auf jeden Fall an. So, es dreht sich alles um die Ohren. Sonst sie nicht sitzt oder was? ね。そういうことじゃないですってば。いや、別にいいんだけど。ねえ、ユーリ、可愛いですよね。ね。ね。ああ、そうだな。その猫っぽい耳がいいかな。耳だけ？ Sehr gut. Genau deswegen mache ich solche bekloppten Quests hier. Oh, schön, voll putzig. Alles klar. Ich habe so ein Gefühl, die Missionen werden schwieriger pro Charakter, weil ich habe noch mal Estelle gemacht und ja, da waren immer nur so zwei Leute oder so oder drei, die ich bedienen musste, und die wollten immer nur eine Sache. Bei Raven war am schlimmsten bisher, da bei denen hast du irgendwie zwei Seiten von Klamotten irgendwie, wo du aussuchen musst, und ja, dann sind irgendwie so 10 Leute im Raum, alle die irgendwie 6 Sachen haben wollen mit im zweistelligen Bereich, und ja, das sorgt für, je nach Charakter ist das irgendwie schwieriger. Carol war auch nicht so schwer, Rita war ein bisschen schwieriger, und ja, gut, ist aber noch Schule für übrig, also ja, los, das kriegen wir auch noch hin, also bis gleich. Ja, ist auch gut, Kollege, da ist es ja.
Da ist es ja. Vielen Dank. Das war auch nicht so schwer. Du wirkst bei der Arbeit so professionell. Wirklich? Ich war doch ganz einfach nur ich. Es muss an der Ruhe liegen, die Julie stets ausstrahlt. Du bist großartig, wirklich, einfach großartig. Würde es dir gefallen, hier zu arbeiten? Tut mir leid, aber ich muss es passen. Ich habe dringende Sachen zu erledigen. Aber ab und zu aushelfen, da hätte ich nichts gegen. Autsch, eine Absage. Naja, irgendwie habe ich damit gerechnet. Aber weil du gerne gelegentlich aushelfen möchtest, bekommst du dir deine Uniform. Oh, vielen Dank. Ich werde sie gleich anprobieren. Du siehst immer toll aus, Julie, egal was du trägst. Wow, das sieht klasse aus. Passt hervorragend zu deinem Figurtyp. Schneiden mir aber etwas die Luft ab. Ich habe deine Kurven wohl etwas unterschätzt. Ein bisschen neidisch bin ich schon. Glamour, meine. Ja, sie hat natürlich voll die perfekte Maid-Klamotten hier an. Ah, wir haben jeden abgeschossen. Ich kann euch wirklich nicht genug danken, was ihr für mich getan habt. Du warst dich doch nicht zu bedanken. Wir wurden ja bezahlt und außerdem bekamen wir tolle neue Uniformen. Einmal ein Schürzenjäger, immer ein Schürzenjäger, alter Mann. Meint ihr, dass unsere harte Arbeit hier den Don glücklich gemacht hätte? Natürlich, er würde sich sicher freuen, uns hier helfen zu sehen. Ich wette, er sieht von irgendwer uns zu uns herunter. Mit dem dicken, fetten Grinsen im Gesicht. Was haben wir denn ja wirklich nicht gearbeitet, was, Juri? Nee, habe ich nicht. Diese harte Arbeit ist einfach nicht für mich. Man kann ja nie wissen, vielleicht bist du ein richtig guter Kellner. Das möchte ich sehen. Nur einmal möchte ich sehen, wie Juri Gäste bedient. Ihr könnt mich anschauen, so viel ihr wollt. Ich werde das nicht machen. Schade, du wärst sicher sehr beliebt. Nicht jede Taverne kann so mit einem starkköpfigen Kellner kann sich mit so einem starkköpfigen Kellner rühmen. Was zum Teufel willst du bestellen? Doch nicht das, das schmeckt scheußlich. Was ist das, du Armleuchter? Ich brauche dein Geld nicht. Geheim. Ja, ich glaube, er käme wirklich gut an. Bin ich wirklich so? Du hast ja keine Ahnung. Ich glaube, ich werde das Kennern doch lieber auch euch überlassen. Okay. Na, das nenne ich Service. Das. Raven. Okay, ich dachte, jetzt wird irgendwie Juri so als Bonuscharakter irgendwie auftauchen im Kellnerspiel. Was? Okay, ja, das ist mehr oder weniger. Ich glaube, ich hänge das ja am Anfang des nächsten Parts ran, ne? Von Part 51. Also, ja. Gucken wir uns mal die Beschreibungen der Klamotten nochmal alle an. Boom. Glamour, mein Schwarz-Weiß steht dir hervorragend. Vielleicht sogar besser als ein üblicher Aufzug. Ja. Gut, steht die weiße Schürze. Und jetzt stellt euch ordentlich auf und wartet, bis ihr drankommt. Okay, die süßen, knuddeligen Ohren sind bei den Gästen besonders beliebt. Ja, freundlich und zuvorkommen behandelst du jeden mit Ehrfurcht und Respekt. Ja, du verlierst nie Fassung. Das weiß niemand mehr zu schätzen als die Damenwelt. Okay. Gut, dann gehen wir hier raus. Hier kommt wahrscheinlich nichts mehr und dann wird der Part mehr oder weniger gleich gestartet. Offiziell. Also bis gleich. Guck mal, ich habe schon wieder eine Cutscene gefunden. Geil, oder? Erstmal muss ich hier übernachten. Und dann passiert Folgendes. Ich dachte, ich gehe mal spazieren und sehe mir ein wenig die Stadt an. Weißt du, hier soll es einen Entführer geben. Dieser Kerl, der mit den Kindern gespielt hat, ich glaube, ich habe ihn schon einmal irgendwo gesehen. Okay. Ja. Das ist jetzt schon wieder spontan hier aufgenommen, aber ja. Weiß ich nicht. Ich gehe mal da oben. Ja, okay, war. Ja klar, da irgendwo da ist. Ah.
Habe ich dich auf frischer Tat erwischt, du Alunke? Halt, im Namen der kaiserlichen Ritter. Ritter, halt. Ja. Warum hast du ihn denn jetzt kaputt gehauen? Hey, danke für die Hilfe. Du hast den Trick, den ich in Ordoprolika benutzt habe, perfekt nachgeahmt. Ich dachte, damit rege ich sicher deine Aufmerksamkeit. Du bist der Mann, der am Nachmittag mit diesen Kindern unten am See war, stimmt's? Ja, das ist dir also aufgefallen. Wir sind beide vom selben Schlag. Vielleicht uns ja Schicksal zusammengeführt. Woher weißt du das? Ich weiß, wer du bist. Yuri Lowell, du bist ein Mann, der sich genau wie ich auch in die Hände schmutzig machen musste. Na, ja, das ist aber wirklich ungerecht. Ich weiß ja kaum was über dich. Ich habe leider keine Zeit für Pumpe Vertraulichkeiten. Ausnahmsweise darfst du mir heute Abend eine einzige Frage stellen, außer der nach meinem Namen. Dann sag mir, wieso du dir die Hände schmutzig machen musstest. Sagen wir mal so, ich habe andere Gründe als du. Ich suche den Mörder meines Lehrers für Schwertkampf und nebenbei befreie ich die Welt von einigen Schurken. Macht es dir gar nichts aus, dabei auch Menschen zu töten? Wo gehobelt wird, fallen Späne. So bin ich nun mal. So bist du nun einmal? Ist schon in Ordnung, wenn du das nicht verstehst. Vielleicht ist es sogar besser so. Was meinst du denn damit? Hat ich dir nicht gesagt, dass du nur eine einzige Frage stellen darfst? Na, ich verschwinde von dir. Ich hoffe, dass wir uns nie wieder beim Weg laufen. Ja, ich bin auch nicht besonders scharf darauf, dich bald wieder zu sehen. Okay. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, euch jetzt zu begrüßen ist vielleicht ein bisschen spät, weil ich habe nur so ungefähr 10 Minuten von Kellner, Sidequests, Cutscenes und so wahrscheinlich vor diesem Part hier reingeschnitten. Und ja, man sehen kann, ja, neue Kostüme für Rita und Co. Und natürlich laufe ich damit darum, weil guckt euch Rita an, die ist voll putzig jetzt. Und ja, ich habe noch diese eine Cutscene reingeschnitten, die ich vollkommen vergessen habe, im letzten Part reinzupacken. Und ja, dann habe ich hier kurz noch, weiß ich nicht, übernachtet und gesehen, hier gibt es noch eine kleine Cutscene. Und ja, die gucken wir uns noch mal an, ne? Also ja, komm, zeig mal, ich habe genug Geld jetzt von dem Kellner Minispiel, also das ist jetzt richtig gut. Uff. Ich kann nicht schlafen. Okay. Und Carol läuft natürlich auch in diesen Klamotten. Hey Carol, kannst du nicht schlafen? Nein, ich hatte diesen schrecklichen Traum. Ein schrecklicher Traum? Ich träumte, dass alle im Sterben lagen und ich sie retten wollte, aber egal wie schnell ich lief, ich kam nicht weiter. Das klingt ja wirklich wie ein schrecklicher Traum. Ich bekam solche Angst, dass ich aufwachte. Naja, wenn du nicht schlafen kannst, hältst du uns als wenigstens nicht wach mit deinen ganzen Lernen. Das weißt du nicht, hätte ich mir denken können. Carol, du redest im Schlaf, und zwar ziemlich viel. Wie soll ich das denn wissen? Ich schlaf ja. Haha, ja, da hast du wohl recht. Carol, wenn dich der Tod des Dons noch immer so mitnimmt. Es ist nicht nur das, was mit dem Don passiert ist. Ich weiß nicht, was ich für die heldenmutige Vesperia tun soll. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich alles tun kann. Das muss ich noch herausfinden. Verstehe. Und deswegen habe ich solche Schlafstörungen. Hast du irgendwelche Sorgen, die dich vom Schlafen abhalten, Yuri? Nee, ich nicht. Ich bin ein Mann der Tat. Hehe. Vom Nachdenken kriege ich Kopfschmerzen. Ich streng lieber meinen Körper an als mein rostiges Hirn. Passt auch besser zu mir. Passt besser zu dir? Ich frage mich, was besser zu mir passt. Wenn du einschlafen könntest und etwas Schönes träumen würdest, würde dir das helfen? Ich kann nicht dauernd in meinen Träumen flüchten. Du wirst nicht flüchten, du wirst träumen, damit du uns zurückkehren kannst. Ja. Wenn ich zurück in die Gaststätte gehe und mich hinlege, kann ich sicher schlafen. Kümmere ich nicht um mich. Geh ruhig voraus, wie du willst. Auch wenn er die Dinge im Kopf klärt, fällt seinem Herzen schwer, mit dem Verstand Schritt zu halten. Aber so ist er eben. Carol hat den folgenden Titel erhalten: Ruheloser. Okay. Dann zeig mal. Boom.
Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich gerade neues Kostüm bekommen habe, aber ja. Versuche deine Schwierigkeiten zu vergessen und darüber zu schlafen. Die Zeit löst alle Probleme. Ich hoffe, die Titel tun irgendwie, weiß ich nicht. Da ist nicht so eine, dass die auch irgendwie was machen irgendwie, also tun die irgendwie Staatswerte erhöhen, Wachstum erhöhen in bestimmten Werten und so. Das war glaube ich in einigen Spielen so. Ja, ich gehe noch mal übernachten. Scheint sogar echt was zu passieren noch. Cool. Don, ich muss stärker werden. Ja, ha. Okay. Na, noch mal. Noch eine Cutscene. Ja, zum Glück ich immer übernachten in den ganzen Orten, wo ich hingehe. Man weiß ja nie. Und tatsächlich kommt jetzt auch mal endlich was. Ja, ja. Nehmen wir eine neue Art auf diese Weise. Hey. War, du hast mich erschreckt. Hm, bist du nicht Harry, oder? Hast du nicht letztes Mal auch hier geübt? Oh ja, ich sei immer unter Schlafstörungen, wenn ich in dieser Stadt komme. Wegen dem Don? Ja, ich will so stark sein, wie er früher war. Immer wenn ich daran denke, was er getan hat, verspüre ich das Verlangen, noch härter zu arbeiten. Jetzt klatscht der Carol seine. Du kannst dir das hier ausborgen. Was ist das? Das Schwert, das der Don früher benutzt hat. Es ist schwerer als es aussieht. Ja, die ganze Last der Verantwortung dafür, die Gilde zusammenzuhalten, steckt in diesem Schwert. Cool. Ja. Cool, ja. Du kannst es immer benutzen, wenn du hier trainierst. Ist wahrscheinlich besser als das, was du hier benutzt hast. Ich darf dieses Schwert benutzen? Ich leihe es dir aber nur. Morgen früh musst du es wieder zurückgeben. Ich muss auch noch lernen, damit umzugehen. Verstehe, danke. Joink. Das Schwert ist Don. Na dann. Ja, ja. Wahrscheinlich dachte, wir hätten jetzt eine Waffe bekommen oder so. Da kommt irgendwie so ein Skit oder so hier. So nebenbei. Hey, Carol, was machst du die ganze Zeit nachts? Ich sehe dich nie oder so. Aber anscheinend nicht. Ich habe genug Geld zum Glück, also kann ich das noch eine Weile lang machen. Ja, ja. Deine Haltung ist immer noch zu schwach. So wirst du nie der Kämpfer, der Don einmal war. Ja, ja. Das ist so. Stell dir vor, dein Gegner steht vor dir. Dann schwingst du das Schwert so. Okay. Boah, ich hoffe wirklich, der tut dann auch irgendwie so schnell kämpfen. Im Kampf, das wäre natürlich awesome. Irgendwie ein Skill bekommt, der irgendwie schneller angreift, keine Ahnung. Irgendwas muss das hier geben. Mir kommt noch eine Cutscene. Wir waren das jetzt fünf Stück. Fünf am Stück irgendwie. Oh ja, ja. Okay, ein Angriff noch, dann machst du eine Pause. Gut, Drachen aufwärtshaken. Kann schon recht gut mit diesem Schwert umgehen. Schon, aber ich habe noch viel Arbeit vor mir. Wie? Hm, ich glaube, du bist jetzt weiter als ich. Wie meinst du das? Du hast das Waffenart gelernt, das in dieser Waffe gespeichert ist. Jawohl. Oh, verstehe, aber was für eine Art ist das? Der Don hat diese Waffe benutzt. Da wird es wohl gut sein, oder? Ja, scheint so. Du bist weiter als ich. Du brauchst dir die Waffe nicht mehr auszuleihen, glaube ich. Ja, vielen Dank, Harry. Neue Fertigkeit gelernt. Spezial. Weil da konnte Guy, glaube ich, irgendwie aus. Als ob du da bist. Kurz vorm Durchdrehen. Was? こっちの2人も野生に目覚めそうよ。ダイエットって苦行なんだな。これもう単なる断食だよ。
Wenn ich die ganze Zeit hier übernacht habe oder was? Jetzt kommt nichts mehr, okay. Gut. Sie hat Zeit bekommen. Oh, zeig mal. Spezial. Wo ist Spezial? Nutzungen 0. Wo? Ich habe irgendwie keine neue. Da war eine Dings, eine Fähigkeit hier. Da. Oh, löst mystische Art mit Überlimit Level 3 oder höher aus. Okay. Warte mal. Das war ganz schön. Nee. Also irgendwann will ich dafür schon rausnehmen. Endangriffe. Ausweichen. Ja, komm. Ich müsste Art übernehmen mit Level 3 oder höher aus. Halte X nach Arkanart oder höher. Okay. Cool. Lernst auf so eine Weise irgendwie eine mystische Art, was? Das ist ein bisschen weit nicht. Kommt mir sehr leicht verpassbar irgendwie vor. Keine Ahnung. Boah, heißt doch, die mystischen Art von den anderen Leuten sind bestimmt auch irgendwie so kryptisch irgendwie zu bekommen, oder? Na gut, wir gehen jetzt noch. Müssen nur so 10 Minuten ungefähr aufnehmen. Weil ich ja schon 10 Minuten irgendwie so mit dir reingehängt habe. Und wir wollen nach Aspio. Warum fliege ich überhaupt? So, ich habe jetzt eigentlich nicht irgendwie so extra nach Nebenquests oder Cutscenes gesucht. Ich habe jetzt einfach nur so jetzt einfach nur so spontan da übernachtet und dann kam natürlich der Cutscene. Kann jetzt vielleicht noch sein, dass in den ganzen anderen Ständen irgendwie noch Cutscenes noch versteckt sind oder so, keine Ahnung. Also ja, ich speichere mal für den Fall, dass irgendwas noch passiert und ich frage und ich das alles noch mal neu angucken muss oder so. Also ich hoffe jetzt, ich habe immer Angst, dass ich irgendwie so Sachen verpasse, die irgendwie nur für eine kurze Zeit irgendwie verfügbar sind. Wir haben wortwörtlich 5-mal hintereinander übernachtet. Ich glaube, wir sind ausgeruht. 5 Minuten. Leute. ギルドの話し合いよ。横やりはなしにしようや。僕ずっと考えてた。ギルドとしてどうすべきなんだろうって。で、思ったんだ。やっぱりギルドとしてやっていくためにも君なきゃいけないって。どうするか決めたんだな。言ったよね。ギルドは掟を守ることが一番大事。掟を破ると厳しい処罰を受ける。 たとえそれが友達でも兄弟でも、それがギルドの誇りなんだって。ええ。だからみんなで罰を受けよう。え？僕、ジュディスが一人で世界のために頑張ってるの知らなかった。知らなかったからって仲間を手伝ってあげなかったのは事実でしょ？だから僕も罰を受けなきゃ。 ユリ。俺。ユリも自分の道だからって秘密にしてることがあった。それって仲間のためにならないでしょ？ま、
Carol lässt hier den Hammer der Gerechtigkeit auf alle niederprasseln. ことをしてるのに掟に反してるからって罰を与えるべきなのか。本当言うとまだわかんない。ならみんなで罰を受けて全部やり直そうって思ったんだ。これじゃダメ。俺また秘密で何かするかもしれないぜ。信頼してもらえなくてそうなっちゃうならしょうがないよ。それは僕が悪いんだ。 またギルドの必要としてるブラスティアを破壊するかもしれないわよ。ギルドのためにという掟に反するわ。でもそれは世界のためだもん。それに掟を守るためにギルドがあるわけじゃないもん。許容範囲じゃないかな。それって掟の意味あるの？<笑>そんなギルド聞いたことないわ。 面白いじゃないの。うむ、型にとらわれることはないのじゃ。自由がいいのじゃ。さあ、オンザルゲルデンね。あの、お前すごいな。俺は自分がどうするかってのは考えてたが、仲間としてどうしていくかって考えられてなかったかもしれない。俺には思いもつかないけじめのつけ方だ。 僕はただみんなと旅を続けたいだけなんだ。みんなの道とブレイブベスペリアの道を同じにしたいだけなんだよ。そっか、そうだな。ジュディ、そういうことらしいぜ。おかしな人たちね、あなたたち本当に。でもそういうの嫌いじゃないわ。じゃあ改めてブレイブベスペリア 出発だね。なんかご都合、ギルドってそんなもん。まあどのギルドとは一味違うね。でもなんか素敵です。ブレイブベスペリア、いいの？パティも入る？今はまだダメなのじゃ。そっか、パティは記憶を取り戻さなきゃなんないんだよね。 で、罰はどうなるのよ。あ、そっか。休まずに人探しってとこかな。私たちはうちで待ってる。ちょっと勝手に決める。何よ、文句ある？<笑>ねえよ。ええ、了解。 Du hast dich von allen getrennt. Versöhnung mit Judith. Carol, du hast immer mit Judy und Kejime überlegt, oder? Ja. Nord Polica ausgelassen, da habe ich nur über das überlegt. Denk nur an Judith. Yuri hat Lago und Kumol geschnitten. So war es. Wenn ich nicht da war, Carol hat mich überlegt. うん、最初は何もわからなかったけど、何が正しいのかも何が間違ってるのかも多分きっかけをくれたのはドンだと思う。ドンの最後の言葉がなければ僕は今の答えを出せなかったような気がするんだ。これからは手前の足で歩けか。うん、その意味もずっと考えた。そしたら何が正しいかじゃなくて僕がどうしたいのかをいつの間にか考えてて、 それがギルドに対する答えになったのね。うん。だからこれからもよろしくね。こちらこそ。Okay, ich wollte schon sagen. Ja, der Repeat ist auch Mitglied der Gilde, ne? Mehr oder weniger. Das bedeutet, er muss auch bestraft werden. Alle müssen ausgepeitscht werden, kreuzgehängt werden, was? Oh, du bist sogar der. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob der ein Krit hier war. Ich habe jetzt einfach nur den Erstbesten angesprochen. Okay. Judith, ich bin Toto.
そしてどうすればそこへたどり着けるのかね。たどり着いても何もありゃしない。それなのに何しに行くつもりなのさ。あら、クリティア族が自分の同胞の町に興味を持ったってのは行く理由にならない？理由にならなくもない。でも私は知らないんだな、これが。あなたの名前を聞いたことがあるわ、トト。人間の世界に残るクリティア族をミョルゾへ誘う導き手。人間、彼らと一緒だから教えてくれないの？我が同胞以外にミョルゾへの道は教えるな。それが代々の掟だからな。人間とかクリティア族とかよりも信用できるかできないかじゃないかしら。少なくとも彼らは信用に足る人たちだわ。もう一度聞くが、何のためにミョルゾを求める？世界がいろいろとまずい方向に向かってる。ブラスティアのせいでな。過去に何があったか、どうすれば止められるか、それを知るために行く。クリティアを含む全ての人のためってところでどうだ？いいだろう。そこであんたたちが答えを見つけられるかどうか保証はできないが、教えよう。まずミョルゾへ行くためにはその同票となる金が必要だ。金？そう、ヒピオニア大陸の南の洞窟に隠されている。Macht auf einmal aber die Blumen, wie es ist. Ich habe die Notiz noch, deswegen. Ach, da war ich doch, boah. War ich ein paar Stunden zu früh, anscheinend. それで、その金をどうすればいいんだ？まあ焦らないでくれ。人間はせっかちでいけないな。金を手に入れたらエゴソーの森へ行くんだ。エゴソーの森？それもヒピオニア大陸だっけ？そう、そこはクリティア族にとって神聖なる場所よ。やっぱりあそこがミョルゾに続く扉となる場所。そこで金を使えば、その扉が開く。ただ一つ。Bestimmt auch schon einen Ort, den wir gesehen haben. 問題？わあ。そう。今、エゴソーの森は謎の集団によって踏み荒らされてる。連中は大勢で乗り込んだ上に、妙なブラスティアまで持ち込んでる。目的が何なのかわからないけど、とても気がかりだよ。ミョルゾへ行きたいなら、その連中を何とかしろってことか。そういうこと。私たちの聖地をそっとしておいてもらいたいんだ。なるほど。つまり金を手に入れて、その聖地ってところで謎の集団ぶっ飛ばして、金を鳴らせば扉は開くってことなんだな。待って、まんまやブルーミゼ。そういうことだね。わかったわ。キングフォンデブ。Da kriegen wir die Glocke her, oder was? Mir ist irgendwie durcheinander. Ich habe jetzt irgendwie eine Juliets Idee. Carol, kackoyokatta wa ne? Masaka ore mo jibun no koto aratamete iwareru to wa omotte nakatta ze. Nach wegen vorhin. So ja, Judy wa sono hen no koto wa kikanei yo na. Ara, kiite mo ii no kashira?別にいいも悪いもねえだろう。まあそんなこと聞かなくてもジュディは全部お見通しなんだろうけどな。どうかしらね。たとえそうだとしても、あなたはあなた、私は私、選んだ道が同じなら一緒に行く。違うと思えば私はここにはいない。やっぱお見通しじゃねえか。あなただって私の思っていることなんてお見通しじゃない。自分の道を選んでる者同士、考えることは近いってことか。Ich merke gerade, dass ich auch mit Judith rumlaufe. Irgendwie gar nicht geplant. Okay, jetzt müssen wir zu Ritas Haus, ne? Alles klar. Ritas Hütte.
かわかりました？エゴ層の森ってところに手がかりがあるみたいだぜ。ここから南の大陸、ピオニアの西の方だったと思うよ。Südlich von ihr. Also, ich weiß nicht, wo die Blumenwiese ist, aber ich erkenne sie. Also, ich nehme an, das ist dann irgendwo da in der Nähe, ne? So, südlich von ihr. Ach, da, okay, wir müssen die Glocke holen. Die nach Morse führt. Am besten gehen wir einfach hin. Soll in eine Höhle an einer Küste im Hyponia versteckt sein. Na, und da müssen wir zu diesen Dingen hin. So, die Glocke müssen wir von da holen und da müssen wir, alles klar. Ich wollte schon sagen, wo passt diese Blumenwiese noch mal rein? Ja, mach mal ein bisschen Platz, Rita. Estelle, Rita und Raven wieder vereinigt und nicht Patty. Gott verdammt. Geht jetzt und sackt die Glocke ein oder irgendwie sowas, ne? So. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist, ne? Ich nehme jetzt mal an, nicht, aber mein Gott, voll hoch gesprungen. Hm, alles klar, okay. Dann muss er mal gucken. So. Okay, Patty, wo bist du? マリススティラの手がかりは何か見つかった？ああ、まあ本は多いがアイフリードの話はどこにもないのじゃ。当たり前でしょ。この町はブラスティア関連のタグイしか。それではリータ、わしゃにしたフォンビスンね。しょうがないのじゃ。もう少しユーリたちと旅をして手がかりを探すのじゃ。今アイフリードって言ったか。え？おい、そっちの。 あんた最近噂のアイフリードの孫なのか？否定も肯定もしないってことはそうなんだな。なるほどね。あんたがギルドの面汚しの孫か。なんだ、普通のガキだな。なんとか言ったらどうだ。じいさんを弁護する言葉とかはないのか。そうか。 かばえるような事実でもないわな。あれだけのことやってればな。あなた、どうしてそんなひどいことが言えるんですか？どうしてって事実だしな。で、あんたらが新しい精霊の牙のギルドインなんだな。僕らはブレイブベスペリアだ。ブレイブベスペリア？うさんくさいな。何をするギルドなんだ？ それは。ウィズ・ノイ。言えば何かいい仕事を紹介してくれるのか？お前らみたいにアイフリードの関係者とつるむ怪しい連中にやる仕事はないよ。ブレイブ・ベスペリアね。またギルドの品位を下げる、ろくでもないギルドが増えたわけだ。品位を下げてるのはどっちだか？お前、リタ・モルディオ？ また私がいない間にこの町も随分とゲビた連中が増えてんのね。はあ、同類と思われたらこっちはいい迷惑。さ、行きましょう。じゃ、ま。まだ何か言い足りないのかしら？いえ。でもどうしよう。あの人を多分言いふらすよ、きっと。 構わねえよ。そんなことで潰れるようだったらとっくに潰れてるぜ、俺たち。そうね。言いたいやつには言わせておけばいいわ。うち、ヒピオニア大陸の赤い花の咲き誇る岸辺だっけか？うん。じゃあ行ってみるか。
Okay. Noch ein bisschen Drama hier, bevor wir. Ich wusste, oder irgendwas passiert noch, bevor wir gehen. So, und ich gehe jetzt hier auch noch übernachten. Kassieren wir noch eine Mystik gerade ein. Wäre jetzt natürlich sehr gut. Sprech mal noch mit ein paar Leuten hier auf dem Rückweg. So, ja, sollte ich vielleicht mal gucken. Nö, nix. Alles klar. Schnief. Okay, nix. Gut, dann gehen wir hier raus und wir haben ja unser neues Ziel. Ich werde wahrscheinlich zur Blumenwiese irgendwie offscreen hinfliegen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Sagt er, während er hier mit NPCs noch redet, ne? Und dann suchen wir diese Glocke, damit wir ja unserem Weg nach, wie heißt der Ort nochmal, Morso frei bibbeln können. Und ja, gut. Ich sag dann, wenn jetzt hier nichts mehr passiert, Dankeschön fürs Zuschauen. Kann ich in der Luft ausspeichern? Ja, ne? Fühl mich irgendwie sicherer hier. Und ja, dann sage ich, wenn jetzt hier kein Skit kommt, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.